Reise bringt ein Abenteuer. Wenn am Horizont versinkt das Feuer, dann es fängt die Arbeit an, alle Hände müssen ran. Dann es fängt die Arbeit an, alle Hände müssen ran. Kettel flucht auf seine Leut, schlechtes Wetter gibt es heut. Immer ran an den Wind. Wäre mancher gern zu Haus geblieben. Alles rennt an Deck umher, wenn das Schiff dann rollt so schwer. Alles rennt an Deck umher, wenn das Schiff dann rollt so schwer. Segel sind nun schon zerfetzt. Hätten seine Seelos jetzt. Immer ran an den Wind. Sonnenschein ist jedem Seemann lieber. Käpt'n baut auf jeden Mann und er ruft: Bis an schon an! Käpt'n baut auf jeden Mann und er ruft: Bis an schon an! Während er den Krömer schenkt, mancher Seemann heimlich denkt: Immer ran an den Wind und rum mit dem Schiff, rein in die See und rum um das Weg. Für die Focke ging bis an. Aller Mitwirkenden des heutigen Abends danke ich Ihnen sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Wir wollen diesen Abend mit Ihnen gemeinsam gestalten. Manchmal ein wenig nachdenklich und manchmal auch ein wenig fröhlich. Wir werden unser Bestes geben, denn das ist auf See gerade genug. Ohne dem Zeitgeist zu folgen und nach Schuldigen zu suchen, muss man feststellen, dass in den letzten Jahren Tausende von Seeleuten ihren Arbeitsplatz an billigere ausländische Kollegen verloren haben. Sie mussten ihren Beruf aufgeben. Besonders laut haben sie nicht geschrien, weil Spektakel einem Seemann fremd ist. Wir alle hier können Ihnen auch nicht helfen. Aber wir können Ihnen sagen, wir kennen euch. Ihr gehört zu uns, die wir mehr Glück haben. Und wir vergessen euch nicht. Sie haben dies getan, denn der Reinerlös dieser Veranstaltung ist für ein Essen mit deutschen Seeleuten bestimmt. Nichts Feudales. Einfach nur mit Landsleuten zusammensitzen und fröhlich sein. Wenig genug, aber Sie werden es schon verstehen. Wir wollen Ihnen einfach nur zeigen, dass Sie zu unserer Familie gehören. Wir glauben, dass dies für das Wort wir ein Gewinn ist, aber auch Sie können etwas gewinnen. Nämlich eine Dreitagesreise in die dänische Südsee auf der Hans Reyer, ein Zweimastsegler mit allem Drum und Dran. Für zwei Personen. Der Stargast des heutigen Abends wird die Reise auslosen. Werfen Sie also bitte auf keinen Fall Ihre Eintrittskarte weg. Sie wollen wissen, was ein Seemann ist? Nun, Seemann, das heißt Fernweh, Heimweh und dazwischen das Meer als Heimat
der Vorfreude. Der Kapitän im feinen Zwehren auf der Brücke eines Dickschiffes zählt genauso in diese Gilde wie der Seemann in Seestiefeln und Ölzeug auf dem kleinen Schiff meines Fischkutters. Der Schmut, der gerade verzweifelt versucht, bei Sturm die Pötte auf der Back zu halten, genauso wie der Schief, der fluchend im Sturm ein Wellenlager wechselt. Der Matrose und Bootsmann eines alten, neuen Seglers, genauso wie der Torpedogas eines Unterseebootes, der noch nicht einmal eine eigene Kohle besitzt. Sie alle sind Männer der See. Seeleute, die sich 10-mal vornehmen, nun ist aber Schluss. Und nach einer Woche an Land schon sehnsüchtig den Schiffen hinterherblicken. Sie verfluchen ihren Beruf und erleben ewig und erneut die Wunder der See. Sehen Sie den Alten dort am Strand, den mit der blauen verschossenen Jacke, der dem alten Segelschiff nachschaut? Ich kann Ihnen sagen, was er denkt. Er spürt, wie die Planken seines ersten Schiffes unter den Füßen. Hört die altvertrauten Kommandos. Klar zum Segel setzen, heiß auf alle Segel. Er sieht, wie er das weiße Tuch schlagend zum Masttop emporstreben. Hört das Rauschen der Bugwelle, die Windharfe mit Stagen und Wanden. Er schmeckt wieder das Meer. Erinnert sich, wie einst sein Bootsmann ihm im tobenden Sturm die Führung des Schiffes lehrte. Und er sieht wieder die Sonne aus dem Meer wachsen und sich schließlich als riesigen Glutball auf die Kimm setzen. Hört die Stimme seines alten Fahrensmannes, der da sagt: Dat, mein Jung, ist uns Dirn. Die Dirn für Seelüt. So scheuen kann dat kein Mensch. Das, mein Junge, ist unser Dom. Der Dom für Seeleute. So schön kann das kein Mensch. Von Ländern,
Die See war seine Hoffnung, sein Glück und sein Glaube. Sie gab ihm sein Brot.